Gott sei Dank sind die Hirnforscher heute auf einem neuen Stand. Vor 100 Jahren waren die Erwachsenen noch davon überzeugt, dass mit fröhlichen und lebendigen Kindern etwas nicht stimmt. Man müsse Kinder disziplinieren, sie formen, sie gefügig und gehorsam machen. Am besten mit schmerzhaften Mitteln. Und wenn Kinder dann geweint haben, wurden sie als Schwächlinge bewertet. Stark sein und stark bleiben war die Devise. Heute weiß man, dass Kinder mit einem unglaublichen Potenzial im Gehirn geboren werden. Die Natur stellt ihnen viel mehr Gehirnzellen zur Verfügung, als sie normalerweise brauchen. Sie haben also die volle Auswahl im Gehirn. Jedes Kind ist frisch nach der Geburt hochbegabt. Deshalb schauen wir heute auch ganz anders auf Kinder als noch vor 100 Jahren. Wir nehmen Kinder viel öfter als Vorbild und schauen genau, was sie uns vorleben und wie wir Erwachsenen das für uns nutzen können. Zum Beispiel haben Kinder von Geburt an ein ganz natürliches Mitgefühl, das man wissenschaftlich schon belegen kann. Leider hinken wir den Kindern in einem einzigen Punkt noch ganz weit hinterher, in der natürlichen Schmerzverarbeitung. Kinder leben die Schmerzverarbeitung auf ganz natürliche Weise. Aber die meisten Erwachsenen denken heute immer noch, dass Tränen nur ein Zeichen von Traurigkeit sind. Tränen sollten möglichst bald durch Trösten beendet werden. Dann würde sich auch die Traurigkeit beenden. Tränen sind für Erwachsene oft peinlich. Man entschuldigt sich, wenn man vor anderen Menschen weinen muss. Oder man lässt die Tränen gar nicht erst zu. Viele haben sich das Weinen leider abgewöhnt und können gar nicht mehr weinen, auch wenn sie es wollten. Mach mal ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, du würdest an deiner Arbeitsstelle, in deinem Job, egal wo du beruflich tätig bist, du würdest dort in Tränen ausbrechen. Würden die Menschen um dich herum dir einfühlsam und verständnisvoll Raum geben für deine Tränen? So wie im optimalen Fall Eltern das bei ihrem verletzten Kind machen? Ich nehme mal an, dass du dir das in deinem Job nicht vorstellen kannst. Daran kannst du ablesen, in welcher Gesellschaft wir heute leben. Sowas hier ist absolut nicht selbstverständlich. Wenn aber die Menschen in deinem Job tatsächlich einfühlsam und verständnisvoll reagieren können und du fühlst dich mit deinen Tränen geborgen und aufgehoben, dann gratuliere ich dir für ein tolles, empathisches Arbeitsumfeld. Und ich wette, dass bei euch so gut wie nie ein Burnout vorkommt. Leider steckt auch die Wissenschaft im Bereich Schmerzverarbeitung noch in den Kinderschuhen. Es gibt nur einige Studien, in denen nachgewiesen wurde, dass Tränen tatsächlich eine befreiende Wirkung haben. Vor allem aber gibt es eine Studie, die aufgedeckt hat, warum es in der Wissenschaft so unterschiedliche Ergebnisse gibt. Die einen Studien sagen nämlich, dass es den Menschen nach dem Weinen schlechter geht. Die anderen Studien sagen, dass es den Menschen besser geht. Diese übergreifende Studie konnte diesen Widerspruch unter einen Hut bringen. Die Lösung ist, dass es den Menschen, die intensiv geweint haben, direkt nach dem Weinen zunächst schlechter geht. Aber nach einiger Zeit von mindestens 90 Minuten Erholung geht es diesen Menschen dann wesentlich besser
als den Menschen, die gar nicht geweint haben. Ich habe dir diese Studie hier unten im Beschreibungstext verlinkt. Das Ergebnis dieser Studie entspricht genau meinen eigenen jahrzehntelangen Erfahrungen mit mir selber. Das Weinen an sich ist für mich oft sehr anstrengend und lässt auch den Körper schlapp fühlen, sodass es mir hinterher auch nicht so gut geht. Manchmal habe ich Kopfschmerzen. Nach einer Zeit der vollständigen Erholung, manchmal auch eine durchgeschlafene Nacht am nächsten Tag, erlebe ich dann aber, dass es mir wesentlich besser geht als vorher. Besonders auf das Thema bezogen, weswegen ich geweint hatte. Ich kann an dieses Thema denken und fühle mich ausgeglichen, während ich einen Tag vorher beim Drandenken noch in Tränen ausgebrochen war. Allerdings ist mir noch ein weiterer Zusammenhang aufgefallen. Es gibt große, schmerzhafte Themen, die im Gehirn wohl intensiv und weiträumig vernetzt sind und offensichtlich wesentlich mehr Tränen zur vollständigen Verarbeitung benötigen. Manchmal ist also eine Schmerzverarbeitung nach dem Weinen nicht vollständig abgeschlossen und dann geht es auch einem noch schlecht. Sie setzt sich dann am nächsten Tag fort, wenn man dafür Zeit hat, ganz wichtig, und wenn man dem Prozess Raum geben kann und nicht gestört wird. Wundere dich also nicht, dass du manchmal noch weiter weinen musst, auch wenn du schon viel über ein Thema geweint hast. Ich habe mich über 30 Jahre in meinen Tränenprozessen ganz genau gezielt beobachtet. Und ich habe auch verschiedene Techniken entwickelt, wie ich die Tränen effektiv für eine Schmerzverarbeitung anregen kann. Meine Erfahrungen, Erkenntnisse und Tipps habe ich in diesem Büchlein versammelt. Der Mann, der sich glücklich weinte. Und ich meine diesen Titel wirklich ernst. Der Mann bin natürlich ich und ich berichte über mich in diesem Buch. Was die gezielt eingesetzte Schmerzverarbeitung im Laufe der Jahre mit meinem Gehirn gemacht hat, das kannst du auch hier in meinen Videos über das Neuroresonanzmodell erleben. Ich behaupte, dass ich ohne meine Schmerzverarbeitungen nicht auf all diese logischen und klaren Erkenntnisse gekommen wäre. Aber das kann ich natürlich nicht beweisen. Ich kann dir einfach nur berichten, dass ich meine natürlichen Tränen aus der Kindheit wieder allmählich befreien konnte. Ich habe sie in mein Erwachsenenleben integriert und dadurch eine umfassende Resilienz gewonnen, eine umfassende psychische Widerstandskraft. Ich habe die Fähigkeit in mir freigelegt, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Schauen wir auf die Kinder und ihren natürlichen Umgang mit Schmerz. Kinder erleben einen Schmerz und beginnen sofort zu weinen, wenn sie sich in einem geschützten, unverständnisvollen und liebevollen Rahmen vollständig ausweinen konnten, geht es ihnen danach wieder gut und sie spielen nach kurzer Zeit fröhlich weiter. Meiner Frau geht es nach ihrer Hirnblutung vor 5 Jahren sehr ähnlich. Seltsamerweise hat sich durch die Schädigung im Gehirn in ihr irgendetwas wieder geöffnet. Diese gesellschaftliche Tränenbremse ist weg. Wenn sie etwas Schmerzhaftes erlebt, kann sie anschließend sofort darüber weinen. Das war früher nicht so möglich. Und danach geht es ihr wieder gut. Kein Angstgefühl, kein Unsicherheitsgefühl, kein Misstrauen und kein Ärger bleiben hängen. Auch hier kann man Resilienz erleben. Ich behaupte, die Tränen sind die natürliche Schmerzverarbeitung, die uns Menschen vom Leben geschenkt wurde. Außerdem vermute ich Folgendes. Dadurch, dass wir Erwachsenen
gelernt haben, uns diese Form von Schmerzverarbeitung abzugewöhnen, ist ein zweites Phänomen in unserer Gesellschaft entstanden. Ärger und Wut über denjenigen, der für den Schmerz verantwortlich gemacht wird. Wir verarbeiten nicht mehr unseren Schmerz, sondern wir verlagern den Schmerz durch eine Schuldzuweisung nach außen, auf einen anderen Menschen. Sollten wir dann irgendwann einmal dem anderen, der uns den Schmerz angetan hat, vollständig vergeben und damit unsere Schuldzuweisung dann beenden, dann passiert dabei etwas Interessantes. Wir nehmen den Schmerz wieder zu uns selbst zurück, nehmen uns selbst sozusagen in den Arm und es entsteht unabhängig von dem anderen Menschen, der uns vielleicht aus irgendeinem Grund verletzt hat und der Täter ist und der Schuldige ist und so weiter. Es entsteht unabhängig von diesem anderen Menschen ein Versöhnungsgefühl und ein erlösendes Happy End Gefühl in uns. Und das gibt uns einen ganz bestimmten Rahmen, der uns tief berührt. Und dann beginnen bei uns die Tränen zu fließen. Ich bin davon überzeugt, das sind dann die Tränen, die eigentlich als Verarbeitungsprozess direkt zu der früheren Schmerzerfahrung gehören. Wir hatten sie unterdrückt und in eine Schuldzuweisung an den anderen verwandelt. Lösen wir diese Schuldzuweisung auf und erleben eine Versöhnung in uns, dann verarbeitet sich die frühere Schmerzerfahrung nachträglich auf ganz natürliche Weise durch diese aktuellen Tränen der tiefen Berührung. Ich habe inzwischen folgende Sichtweise in mein Leben integriert. Jeder Schmerz, der mir von einem anderen Menschen zugefügt wurde, ist wie der natürliche Schmerz, den ich fühle, wenn mir im Wald ein Ast auf den Kopf fällt und mir Schmerz zufügt. Ich bin dann nicht böse auf den Baum. Ich bin nicht böse auf den Menschen, sondern ich kümmere mich um meinen Schmerz in meinem Gefühl. Ich schütze mich und ziehe mich zurück, um mich optimal zu heilen. Wenn der Schmerz tränenreich verarbeitet ist und meine Wunde geheilt ist, gehe ich ohne Angst wieder in den Wald. Ich gehe wieder in Kontakt zu diesem Menschen. Frei, offen, fröhlich und ausgeglichen. Allerdings bin ich aufmerksamer, ob mir wieder ein Ast auf den Kopf fallen könnte. Ich habe nun dazugelernt und mein Bewusstsein ist geschärft. Ich habe mehr Mitgefühl für die Verhaltensweisen des anderen Menschen und gleichzeitig schaue ich klarer, ob ich bei seinem nächsten Ziel wieder mitmache oder ob ich nicht mitmache und dem nächsten fallenden Ast ausweiche. Meine Erfahrung ist, wenn ich einen Schmerz nicht wirklich emotional verarbeite, dann wächst auch niemals Gras über diese schmerzhafte Sache. Ich weiß natürlich nicht, ob das verallgemeinerbar ist, aber zumindest habe ich öfter erlebt, dass manche Großeltern, die von schmerzhaften Erlebnissen in ihrer Kindheit berichten, beim Erzählen wieder in Tränen ausbrechen können. Der Schmerzverarbeitungsprozess will sich fortsetzen, auch in hohem Alter. Er wird aber von den Menschen meistens möglichst schnell wieder beendet. Und so wartet das im Gehirn vernetzte Schmerzerlebnis weiter auf die vollständige Verarbeitung und ist jederzeit wieder reaktivierbar. Ich habe auch eine lange Zeit gehabt, wo ich immer wieder in Tränen ausgebrochen bin, wenn ich an Situationen aus meiner Kindheit gedacht habe, an verletzende Situationen. Aber wenn ich heute meine gesamte Kindheit durchscanne, ich fühle mich komplett ausgeglichen mit allem, was ich damals erlebt habe. Ich habe dadurch das Gefühl,
Ich habe alles verarbeitet. Natürlich gibt es in der Gegenwart immer mal wieder bestimmte Dinge, die dann doch noch mal wieder etwas triggern, aber es ist dann ein neues Erlebnis, ein neues altes, was ich bisher noch nicht wieder aufgedeckt hatte, was jetzt durch etwas Gegenwärtiges neu an die Oberfläche gebracht worden ist und sich jetzt nachträglich verarbeiten lässt. Das ist jetzt in letzter Zeit aber nur noch sehr, sehr selten. Die Hochzeit der Schmerzverarbeitung hatte ich während meines Musikstudiums. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel geweint und sehr viel an meine Kindheit gedacht und die Dinge, die schmerzhaft in meiner Kindheit waren, aufgearbeitet und verarbeitet, emotional, auf diese Art und Weise. Ich habe mir selber einen einfühlsamen und verständnisvollen Rahmen gegeben und habe meine Tränen fließen lassen. Wie gesagt, ich habe das alles in meinem kleinen Büchlein beschrieben. Und natürlich gibt es auch gegenwärtige Schmerzerfahrungen, nicht nur Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ich musste vor einiger Zeit zum Beispiel erleben, dass Jacqueline, meine Frau, von einem ihrer kurzen Spaziergänge nicht mehr zurückkam. Normalerweise dauert es nur so 25 Minuten, dann war sie wieder da. Aber dieses Mal war sie auch nach 40 Minuten noch nicht wiedergekommen. Mit einem riesigen Panikgefühl und der Angst, dass sie vielleicht eine zweite Hirnblutung erlitten hat, fuhr ich die Strecke mit dem Fahrrad ab, die sie normalerweise geht. Ich konnte sie nicht finden. Erst nach einer Stunde war sie wieder zu Hause und ich brach erleichtert in Tränen aus. Als Jacqueline meine Tränen sah, sagte sie einfühlsam, dass es ihr leid täte und nahm mich in den Arm. Ich antwortete, dass es nicht schlimm sei, ich müsse nur meinen Schock verarbeiten. Das verstand sie sofort und gab mir den Raum dafür. Ich weinte noch eine Weile in ihrem Arm, setzte mich dann in den Sessel und weinte insgesamt ungefähr eine halbe Stunde. Dabei ging ich in Gedanken noch einmal alle Situationen der vergangenen Stunde durch, in denen ich durch Verlustgedanken besonders Panik gefühlt hatte. Ich habe also diese Verlustgedanken alle noch einmal gedacht und die Tränen, die in dem Zusammenhang kamen, noch mal richtig kräftig ausgeweint. Und nach dieser halben Stunde beendeten sich dann meine Tränen wie von selbst. Ich mache dieses Ende nicht, sondern ich merke immer, dass sich das wie von selbst beendet. Ich muss dann einfach irgendwann gar nicht mehr weinen. Ich konnte dann an alles denken, ohne dass noch irgendwelche Tränen kamen. Und ich hatte auch keine Panik und keine Angst mehr. Gleichzeitig hatte ich dazugelernt. Denn wenn sich so etwas in der Zukunft wiederholen würde, weiß ich nun viel besser, damit umzugehen. Resilienz. Was bei Jacqueline und mir nicht aufgetaucht ist. Ich hatte keinen Ärger. Ich hatte keinen Ärger darüber, dass sie ihr Handy nicht mitgenommen hatte und mich nicht anrufen konnte. Ich hatte auch keinen Ärger, dass sie mir nicht gesagt hatte, dass sie eine größere und andere Runde laufen wollte. Ich habe ihr keine Schuld an meiner Panik gegeben. Und sie hatte kein Gefühl, mir zu sagen, dass meine Tränen doch übertrieben seien, eine halbe Stunde darüber zu weinen, nur weil jemand ein bisschen länger spazieren gegangen ist. Und ich solle mich doch nicht so anstellen. Das hat sie alles nicht gesagt. Stattdessen hatte sie tiefes Mitgefühl mit meinem Schmerz. Wir wissen beide, dass die Tränen ganz selbstverständlich vollkommen dazugehören und ihren Raum brauchen. Ich habe in meinem Leben immer wieder genau diese Erfahrung gemacht, dass ich schmerzhafte Erlebnisse verarbeiten und in gelöste Zustände weiterentwickeln kann. Genau deshalb ist dieses zweigeteilte Neuresonanzmodell entstanden. Ich zeige hier jetzt noch einmal das Hauptbild des Modells. Du siehst in der oberen Hälfte die gelösten Zustände. Wir können theoretisch unser gesamtes Leben
mit diesen vier gelösten Zuständen leben. Die anderen vier da unten brauchen wir nicht unbedingt. Doch leider gibt es immer wieder Schmerzerfahrungen und weil wir sie in unserer Gesellschaft kaum verarbeiten, verknüpfen sich diese ungelösten Schmerzzustände an die gelösten Zustände. Es entstehen dann die Verhaltensmuster, die du in der unteren Hälfte des Bildes siehst, wo die Gesichter traurig sind. Ich habe vier Begriffe gefunden, die du dir gut merken kannst. Mithilfe dieser vier Begriffe kannst du in deinem Alltag schnell erkennen, wann eins deiner Verhaltensmuster oder auch das Verhaltensmuster eines anderen Menschen mit einer unverarbeiteten Schmerzerfahrung verknüpft ist. Es sind die vier Begriffe Angst, Zwang, Drang und Angriff. Bei allen vier Begriffen sind die drei Buchstaben ANG, Ang, enthalten. Deswegen kann man sie sich so gut merken. Wenn du eins dieser Gefühle im Alltag hast, ist mindestens eines deiner Verhaltensmuster mit einem Schmerz verknüpft und jetzt gerade aktiviert worden. Ich behaupte nicht, dass diese vier Begriffe alles abdecken, aber meine Erfahrung ist, dass das so der Kern ist. Vielleicht findest du ja noch weitere Begriffe. Im nächsten Video, Nummer 13, zeige ich dir, durch welche natürliche Eigenart unseres Gehirns eine Schmerzverknüpfung überhaupt passiert. Wie macht das unser Gehirn? Ich habe diese Form von Schmerzverknüpfung Bad End genannt, das Gegenteil zu Happy End. In dem Video danach, mit der Nummer 14, zeige ich dann, was eine Heilungshierarchie ist. Denn sobald ein Schmerz passiert oder wenn jemand Angst vor einer möglichen Schmerzerfahrung in naher Zukunft hat, dann entsteht sowohl innerhalb dieses Menschen als auch im Kontakt mit allen anderen Menschen um ihn herum eine Heilungshierarchie, eine Rangfolge, die das Ziel hat, dass dieser Schmerz geheilt wird. Beide Phänomene, das Bad End und die Heilungshierarchie, können wundervoll den aktuellen Schmerzzustand in unserer gegenwärtigen Gesellschaft erklären. Und auch, warum viele Menschen mit Schmerz verknüpfte Verhaltensmuster leben. Es wird deutlich, warum wir so sind, wie wir sind. Gleichzeitig bieten diese Erkenntnisse auch eine Chance, Schmerzverknüpfungen gezielt zu lösen und uns dadurch weiterzuentwickeln. Das zeige ich dann in den Videos ab Nummer 17. Solltest du jetzt traurig sein, dass dieses Video nun zu Ende ist, dann würde ich nicht mehr reagieren mit den Sätzen, du musst doch nicht traurig sein, du kannst das Video doch immer wieder anschauen. Sondern ich reagiere heute mit den Sätzen, ja, ich kann dich verstehen. Lass deine Tränen einfach fließen.